Viele Menschen haben Tiere gern. Und die Tiere haben die Menschen gern. Doch sie werden von den Menschen oft total desillusioniert. Die Wünsche der Tiere werden nie beachtet. Der Mensch kauft sich einen Jaguar oder einen großen Opel. Und der Jaguar selber ist im Zoo eingesperrt, ohne Auto. Das prangere ich an. Das ist nicht gut. Genau wie andere Tiere. Es gibt Tiere, die sind nur dazu da, um nachher auf Butterbrot zu kommen. Leberwurst zum Beispiel. Leberwursttiere. Ich weiß nicht genau von... Es gibt verschiedene Tiere, wo man Leberwurst draus macht. Leider ist es so heutzutage. Doch man kann was dagegen tun. Man braucht einfach keine Leberwurst mehr zu essen. Und irgendwann, dann, gibt es auch keine Leberwurst mehr. Dann werden sie was anderes erfinden. Bauchspeichel, Drüsenwurst oder so. So, kann ich aber von abraten. Es gibt aber Menschen, die vorbildlich mit Tieren umgehen, die sie richtig lieb haben, obwohl die Tiere manchmal gefährlich sind. Aber ich kann als Beispiel nehmen unseren Peter. Peter hat Sackratten und pflegt sie seit über 20 Jahren. Sie gehen schon bei ihm ein und aus. Kinder haben Tiere oft gerne. Und sie erhalten von den Eltern oft zu Weihnachten ein kleines Tier, ein Goldhamster. Und die Kinder sind schlau, sie wünschen sich Goldhamster, weil sie wissen, die Erwachsenen wollen die Goldhamster nicht essen, weil sie nicht schmecken, sie sind ungenießbar. Ein Goldhamster schmeckt einfach nicht. Und so kann ein Kind auch davon lernen, von dem Goldhamster. Der Goldhamster hat ein Rad, wo er drin läuft. Und davon kann man einiges lernen. Was immer auch es sei. Andere, ich rede jetzt noch weiter von Kindern, weil Kinder ihre natürliche Beziehung zu Tieren aufrechterhalten, so lange, bis sie später als Erwachsene sterben. Leider nicht so, sondern vorher. Wenn die Kinder erwachsen werden, dann verlieren sie ihre Beziehung zu den Tieren, ist ja ganz klar. Auto ist schneller wie Hase, zum Beispiel. Wer das unvermeintliche Glück, das sagenhafte, begnadete Glück hatte, in einer Bauernhof-Siedlung aufzuwachsen, wo, sagen wir mal, auch noch Milchwirtschaft ist, richtige Milchwirtschaft, nicht was ihr denkt hier vorne, nicht die Bäuerin, die ist nicht gemeint damit. Nein, ich meine richtige, professionelle Milchwirtschaft, Kühe, die nur darauf warten, gemolken zu werden. Da ist zum Beispiel, als Beispiel, ist ein kleiner Junge oder sagen wir ein kleines Mädchen, so groß, 5 Jahre, 4 Jahre, ich weiß, 4 Jahre ist, glaube ich, ein Alter. Morgens auf dem Bauernhof wird wach, 4 Uhr morgens, ein natürlicher Wegvorgang, nur durch Geräusche. Das Haus arbeitet, das knarrt. Man hört den Bauern, wie er sich, sagen wir mal, mit einem Nagel in der Nase pult und dabei Zigarre raucht. Dabei schläft er. Ich drück mal einen Schluck. Man hört aber auch draußen das Federvieh, wie sich gegenseitig wach macht. Hey, aufstehen! Ja, ja, ist ja gut. Los, auf die Beine. Okay, wo bleibt das Ei? Hier! Und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Das kleine Kind, ich nenne sie mal, ja, wie heißt das Mädchen? Was ist ein typischer Mädchenname, Peter? Petra! Oder komm, lass Günther, ist auch gut. Die kleine Günther, 4 Jahre alt, schöne Affenschaukeln, wacht auf aus ihrem Federbett, richtig echte Federn. Da ist noch Haut dran. Und neben ihr liegt ihr persönlicher Begleiter, den sie auf dem Bauernhof schon lange zum Freund hat, ein Schwein. Sagen wir mal. Sind sauberer, wie der Mensch glaubt.
Man sagt Schwein, wenn jemand seinen Teller dreckig macht. Aber nein, ein richtiges Schwein ist einer der saubersten Menschen, die es gibt. Da ist also das kleine Kind, stößt hier mit dem Ellbogen ihren Begleiter an. Hey, aufstehen! Ne? Und das Schwein wird wach und zieht sich Schlappen an, geht ins Badezimmer und rasiert sich. Denn es hat ja immer eine Steckdose dabei. Dann, nachdem sie ein Glas warme Milch getrunken haben von der Bäuerin, schon hingestellt, gehen sie beide gemeinsam in freudiger Eintracht Braunschweig in Eintracht über den kleinen Hof, wo Enten, Gänse, Lüsterklemmen, die liegen da aber trotzdem rum, weil der Elektriker da gewesen war. Ne, Enten, Hühner, Gänse, Schwäne und alles sind alle gleich schlau. Peter. Und sie fechten gegenseitig um die Würmer und Körner, die sie dort dahin geworfen bekommen haben, als Frühstück, gleichzeitig auch Abendessen sollte das wohl sein. Es ist am Vortag um 16 Uhr hingelegt worden. Die Kinder gehen dort her, also das Schwein und das kleine Kind, sie in Eintracht gehen über den Hühnerhof und verteilen Zettel, was weiß ich, was da drauf steht, ist mir jetzt scheißegal. Und dann gehen sie über den Hof, auf der anderen Seite ist der Schuppen, ist der Kuhstall. Er ist halb Stein, halb Haut, Holz. Haut. Und so mit Dachpfannen, ne? Abgedeckt oben, damit, wenn es reinregnet, da oben noch ein Schutzschild besteht. Die Kuh ist schon aufgestellt worden von ihren Altersgenossen und ist total aufgetakelt. Hat sie richtig schön schick gemacht. Schön Strümpfe an, Stöckelschuh hinten. Auf den Hinterbeinen Stöckelschuh, vorne schöne Handschuhe. Und hinten steht sie dann so schön lässig da auf dem einen Stöckelschuh und wiegt sie hin und her. Sie weiß genau, sie sieht gut aus. Hinter ihr steht der Kuhrüde und findet sich auch selber unheimlich gut. Das Kind geht rein auf die Kuh zu und dort kann sie die Kuh streichen. Was ist das für ein herrliches Gefühl als Kind am Bauernhof? So. Da muss man aber das kleine Kind muss aufpassen. Erst kommt die Schnauze, eine Art gelatineartiges, helles Plastikteil, wo die Nasenlöcher drin sind, wo die Kuh durchatmet. Dann kommt das Teil, was davon streicheln kann, ist ein Stück Fell aufgenäht, das bei den Augen in Augenhöhe oben endet. Links und rechts sind die Augen aufgenäht. Und oben ist auch, die Kuh hat Mini-Pli, genau wie Peter. Das sind so kleine Haare, das sieht sehr nett aus. Da sind die Ohren, wo die Kuh draus frisst. Die horcht die ganze Nacht, ob sie nicht auch irgendwie bald aufstehen muss. Und dann sind die Hörner, die allerdings ein bisschen gefährlich sind, sie nennt man Croissants. So, über ihr hängen die Tentakel der Melkmaschine. Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht erzählen. Ach so, ja, der Kuhrüde, da muss man aufpassen, ist total eifersüchtig. Man darf keinen Schatten bilden und wenn man das macht, dann erkennt er einen sofort, geht auf einen zu und labert einen voll. Wir kennen das. So, ich trinke mal eben einen Schluck. Gibt auch andere Menschen, ganz, ganz, mit Tierhaltung, das ist eine ganz tolle Sache. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die halten Tauben als Haustür. Habe ich Haustür gesagt? Ja? Ich meine auch Haustür. Es geht so. Jetzt pass mal auf. Da ist die Haustür nur so groß dann. Das ist dann eine Taube, wird als Haustür benutzt. Da sind zwei Türangeln und ein Schloss. So, jetzt kommen die beiden Herr und Frau, weiß ich nicht, Toms, kommt von der Arbeit nach Hause irgendwie. Dann machen die Tür auf, also die Taube beiseite. Die Taube sagt schönen guten Abend, die beiden. Und dann gehen die in das Haus rein. Das Haus ist nur so groß. Sagen wir mal so. So ist das Haus. Weil die Taube ist ja nur so hochkant. Und dann ist hier, das Haus kann nicht viel größer sein. Dann gehen die beiden, hier ist das Bett direkt um die Ecke. Gehen die beiden, die sind beide auch noch so groß. Gehen sofort in das Bett und da poppen die. So, jetzt aber genug erzählt.